Ja, hallo und willkommen hier in Marianopel. Im letzten Teil sind wir hier auf dem Marktplatz einmal eine Runde gelaufen. Oh, ein wunderbarer Sprung rüber. Und haben uns hier mal rundherum die ganzen Geschäfte angeguckt, beziehungsweise was da alles so für Gebäude vorhanden sind. Das schöne Schloss. Hier unten ist ja anscheinend unsere zentrale Anlaufstelle. Mit den, jetzt habe ich den Namen vergessen. Was? Mit dem Helden? Mit dem Agenten und Helden sein und so weiter und so fort. Und wie wir sagten, wir wollten ja dann mal in die zweite Reihe luken. Und ich würde mal sagen, in Betracht dessen, dass hier so zwei Quests in diese Richtung sind, werden wir uns den südlichen Teil von Marianopel zu Gemüte führen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter, die Hauptstraße. Und dann gehen wir mal diesen Weg lang und werden mal links und rechts vorbeischauen. Was wir da so finden. Und werden uns mal nach und nach hier Marianopel etwas mehr genauer anschauen. So. Wo ich gerade feststelle, wir haben auch sehr viele Häuser zwischendurch. Wie gesagt, wir werden erstmal die Hauptwege nutzen, vielleicht auch zwischendurch die kleinen Wege. Ich muss da bestimmt einen Grund haben, warum hier eine Leiter ist. Die ist doch nicht umsonst da, oder? Werden wir uns da mal durchgucken. Okay. Ist ein Theater. In dem Theater waren wir auch schon gewesen. Genau, für den Schauspieler sollen wir was machen. Das heißt, wir können hier mal weiter nach oben laufen. Warum ich jetzt natürlich über die Treppe gegangen bin, weiß ich nicht. Hat der insgeheim so ein bisschen nach einmal... Was machst du denn hier? Devi? Was ist denn mit Devi? Ich werde den Bastard au abmoksen, der mein Bein auf dem Gewissen hat. Wieso, hast du kein Bein mehr? Du hast doch ein Bein. Bein? Der mein Bein auf dem Gewissen hat. Du hast dann noch beide Beine und eine Flasche. Du bist mir einer. Jammert hier rum und hat noch alles. Gut, weiter nach oben kommen wir leider nicht. War zwar ein Wunsch, war die Hoffnung, aber dem ist nicht so. Dahinter kommt man gar nicht, wa? Mist, da flucht er nochmal. Okay. Das war die Hoffnung. Können wir begraben. Ich glaube, sehr viel ist hier nicht mehr zu machen. Gut. Das war unser kleiner Besuch in den Theatereingang hier an der Seite. Kisten zerkloppen können wir aber noch. Und ich weiß leider immer noch nicht genau, warum kann man Kisten zerkloppen. Überall sind hier Kisten. Überall kann man rumkloppen. Vorteil hat man dadurch eigentlich nicht. Hey, hallo, Poyan. Hier kommen wir nicht rein. Wir gehen mal, genau, wir werden jetzt mal die Häuser der ersten Reihe abgrasen. Zimmereihändler können wir was machen hier. Was können wir? Einfache Möbelkollektion. Können wir da kaufen, ne? Ist nicht so ganz das, was wir bräuchten im Momentan. Vielleicht mal wieder später, wenn wir unser Häuschen irgendwie noch mehr einrichten, aber momentan sind wir ja da nicht dran, ne? So, hier können wir anscheinend auf die Mauer steigen oder auf die innere Stadtmauer. Ist das richtig? Bürger von Marianopel. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor, als wenn wir hier schon mal oben drauf fahren. Der innere Stadtwall. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Wie gehen wir noch weiter nach oben? Was haben wir denn hier? Kann gar nicht näher ranziehen. Ein zerbrochenes Ei. Na gut. Bumsen wir mal hier eine Runde rum. Ah! Ah, hier haben wir die Ratten. Das ist jetzt ein bisschen deftig, wa? So.
Sieht ja auch toll aus. Kleid, aber Schild und eine Keule mit lauter Pika dran. Komm hier oben nicht rein? Nein. So, wäre jetzt ein bisschen umsonst hier hochgelaufen. Kann das sein? Ups. Gehen wir nicht davon aus, dass... Ich würde sagen, hier würde wahrscheinlich keine Errungenschaft sein. Wäre nur ein bisschen komisch. Schade. Dachte eigentlich, dass hier ein bisschen mehr wäre. Sieht hübsch aus, ist aber nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir auf der anderen Seite nachher höher kommen oder besser kommen oder weiterkommen. Auf dem Gerüst kommen wir auch nicht weiter. Gut, na, dann gehen wir mal weiter hier runter. Ja, kann natürlich sein, dass für euch die Folgen etwas langweiliger sind. Wir benutzen es einfach mal als Aufklärungsfolge. Marian Opel, erster, zweiter, dritter Teil. Also die Häuser ähneln sich wie alle, wa? Immer hier diese Treppe, die nach oben führt. Bei 95% der Treppen ist das anscheinend hinfällig. Ja, du meinst? Hier kann ich hochlaufen. Was mache ich hier? Da fliegt ein Schiff. Okay. Ah, Fuhrmann. Aha. Anscheinend fährt hier irgendwas. Wir gucken mal durch. Blub, blub. Aha, hier ist also ein Schiff, was eventuell, da fährt es immer rundherum, oder ist dieser Weg, der gefahren wird? Flup, 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 flup. Muss man mal bei Zeiten machen. Gut. Man könnte also sozusagen sagen, die innere Straßenbahn von Marianopel. Oh, hier haben wir noch ein Schildchen. Was haben wir hier machen? Die Harpien haben sich von Torini-Garten aus verteilt und begonnen, in der Stadt zu nisten. Jeder, der die versteckten Nester findet und zerstört, kann sich bei mir für eine angemessene Belohnung melden. Hauptmann Kilian vom Südtor. Ah, darum wahrscheinlich das Ei, was wir gefunden haben. Da war schon einer fleißig gewesen. Hauptmann Kilian vom Südtor, da ist er ja. Hauptmann Bryce schickt das. Aber es ist doch offensichtlich eine Bestechung. Leider kann ich mich nicht in Bryce' Zuständigkeitsbereich einmischen, bevor ich Beweise habe, dass er für jemand anders arbeitet. Für den Moment ist Morgenrot auf sich allein gestellt. Hab so ein bisschen vergessen, was da mit Morgenrot war. Oh, wer bist du denn? Anima. Sag mal, Mädel, das ist, hä? Naja, Mittagszeit. Und du bist besoffen ohne Ende? Was machst du denn hier? Du kannst hier nicht rumtrinken. Das ist ja ein unglaublicher Vorfall. Gut. Ups, verkehrte Taste. Vor dem Westtor war genau dieselbe Konstellation, wa? Schild, Wachtmänner und ein Stallknecht. Aber na gut. Gut, also wenn wir irgendwelche Harpien entdecken, Harpien-Eier oder sonst dergleichen, sollen wir sie einfach eliminieren. Und uns dann anscheinend bei ihm noch eine Belohnung abholen. Dann gehen wir erstmal hier lang. Habe ich irgendwas zum Klettern, als ich sehen? Nein, nichts. Weiß zwar nicht, was das hier ist, aber wir gucken uns das eben alles mal an. Wir machen wieder Feuer an. Ups. Haha. Okay, momentan sehe ich hier drin nichts. Wandeln wir mal nach oben. Okay, sind wir auf den... Also die Stadt ist wirklich sehr, sehr... sehr, sehr groß, muss man sagen. Man kann hier komplett rundherum anscheinend wandern. Nein, bis hierhin. Gut, können wir rüberspringen. Machen wir doch einfach mal. Weiter kommen wir hier aber nicht. Da oben kommt man jetzt erstmal zumindest ganz einfach von hier aus nicht hin. Nein, zu weit! Oh. Ja,
Ja, da muss ich anscheinend doch ein bisschen mal, am Timing was machen. So, was mich wundert, dass wir da eine Lücke gesehen haben. Gehen wir mal zur anderen Seite. Die rechte, wenn wir wieder zur Mitte gehen, haben wir ja gesehen, dass nichts passiert, dass da nichts ist. Hier können wir zur anderen Seite gehen. Mehr nach außen. Da haben wir genau dasselbe. Kommen wir hier rein? Nein. Jetzt müssen wir ja auch keine Harp hier. Oha. Okay, das hat noch geklappt. Gut, das heißt, wir können hier theoretisch von Deckel zu Deckel springen. Was uns aber auch nicht weiterhilft. Lassen wir das doch mal. Landen wir mal auf dem Dach hier. Oder rutschen einfach daneben. Hier können wir auch nicht rein. Ja, man hat so insgeheim hat man natürlich. Da kriegt man den Pfadfinder. Wollte ich gerade sagen, man hat so insgeheim die Hoffnung, dass man irgendwo so die Errungenschaften bekommt. Auch wenn da Erfolg steht, eigentlich ist es ja kein Erfolg, der irgendwie betitelt wird oder erzählt wird. Glaube ich jedenfalls gar nicht. Das ist nur eine weitere Errungenschaft. Ich weiß gar nicht, wo die eigentlich gelistet wird. Weil gerade diese Pfadfinder-Erfolge oder Errungenschaften. So. Okay. Also wie gesagt, es ist nicht gerade Kochkunsthändlerin. Ich lasse die Türen jetzt mal bei dieser Art von Häusern mal weg, weil man kann ja nicht wirklich in jede Tür reinmarschieren. Hier hinten haben wir noch einen Eingang. Wo auch immer der hinführt. Ist doch ganz schön verwirrend hier. Hier wurde auch eine Menge gebaut. Kann es sein, dass ich jetzt zu einem Nebeneingang von dem großen Palast komme? War ich hier schon mal? Moment. Entschuldigt. Es juckt mein Näslein. Schön leise hier. Hier waren wir mit der Meinung aber noch nicht gewesen. Sunny, Bunny und Honey. Hallo Sunny, Bunny und Honey. Was macht ihr hier? Sunny, Bunny und Honey. Sieht witzig aus. Und hier geht's wieder raus. Okay. Gehen wir mal hier lang. Hier geht's nach oben. Nein, geht's auch nicht. Das war nur Zierde. Hier geht's wieder raus. Können wir auch rausgehen, weil das ist hier ungefähr der Quader, wo sie so hin müssen. Eine riesige. Eine riesige Baum, bitte. Wir gehen mal in die Richtung, weil da sehe ich gerade, ist auch eine Aufgabe zu bewältigen. Von hier müssen wir kommen, oder? Ah, wie gesagt, so ein bisschen ist die Überschaubarkeit nicht so ganz gegeben. Als wenn ich hier unten rein müsste. Doch, den Durchgang sind wir auch gelaufen eigentlich. Stimmt, hier sind wir gekommen. Wo soll ich da hin? Hab ihr Nester? Ach so, die Nester. Wie soll ich da oben hinkommen? Kommt man da von hier aus irgendwo hin?
Nein, danke. Mobilisierungsbefehl bitte noch nicht. Mein Gott. Schwere Wörter hier. Jetzt gehen wir hier hinten rum. Alles ziemlich wirr. Also irgendwie müssen da diese Harpiennester sein, aber ich wüsste auch gar nicht, wie ich jetzt da oben hinkomme. Müsste irgendwo rein und nach oben, weil ich von oben hinfliegen könnte. Ach, hier waren wir ja. Aber hier kommen wir, wie gesagt, auch nicht in die obersten Etagen. Von daher lassen wir die Harpiennester erstmal sein, da wo sie sind. Und gehen mal zu dem, ja, ich nenne es mal Rundweg, hä? Was ist denn das hier für ein Gebäude? Gott, ist das kompliziert. Kline. Kline baut anscheinend gerade. Was machst du denn hier? Ja, du bist aber auch ein Hübscher, oder? Ja, komm, mach mal ein paar Grimassen. Ja, so ist schön, so ist fein. Also schon faszinierend, wie sich die Leute Mühe gegeben haben hier beim... solche kleine Sachen, sag mal, wo ich mir vorstellen könnte. Hier kommt doch nie einer hin, oder? Hat man später mal irgendwelche Aufgaben, die man hier bewältigen muss. Trieste Diener. Wo sind wir jetzt da? Im... Kann leider den Namen nicht lesen. Oh, ganz was Feines. Mit Butler. Uiuiuiui. Und noch ein Diener. Ach du Schande. Was für ein hochherrschaftliches Haus. Hier mein Schreibtisch. Oh, ist doch mal ein Büro. Hier mal ein paar Couchinsons. Ach, Seres Triste direkt. Wie kann man sich hinsetzen? Mann, was ist mit meinen Füßen los? Und man kann wieder aufstehen. Gut, also so hübsch und nobel wie es hier ist, hatte natürlich insgeheim auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich von hier aus irgendwo von oben mal kurz vorüber schweben könnte. Das war aber ein Satz mit X. Ein hohes Gebäude. Ein hoher Raum. Das Gebäude ist mit Sicherheit auch hoch, aber der Raum auf jeden Fall. Das Pendant. Gut. Was haben wir da in der Ecke? Achso, nur eine Vase. Okay, das war Triste. Wenn man die sprechen, kommt raus. Die Familie Triste investiert eine Menge in die schöne Künste. Ja, das kann man so sagen, ja. Wir können ja mal nochmal hier gucken, obwohl wir das eigentlich schon... Hatte eigentlich Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr finden. Moment, das ist doch eine 1:1 Kopie hier. Der war da auch drin gewesen im Haus hier. Naja, da habe ich eben noch wunderbar, sag ich jetzt mal, die Individualität gelobt. Und denn sowas. Nein, kriegst du von hier unten gesprudelt. Ein kleines Bidet. Ach, ein Leiter, juhu. Aber keine weiteren Erfolge oder Errungenschaften. So, jetzt sind wir etwas höher. Kommen wir vielleicht von hier aus zu den... Aha, da oben sind diese Harpiennester anscheinend. Könnte man so ja hin. Das ist doch das Ei, was schon kaputt war. Manu! Da war ich doch schon.
Jetzt zeigt er mir an, da vorne irgendwas. Hm. Diese Richtung, ich sehe ja gar nichts. Ah, aha. Die sind aber auch schon kaputt, die Eier hier. Ich würde mal sagen, da war vorher mehr einer da gewesen. Finde das versteckte... Obwohl, jetzt hat sich hier eine Aufgabe etwas erledigt. Finde das versteckte Harpiennest. Das war es anscheinend schon gewesen. Hier war vor mir keiner gewesen, sondern das war es allgemein. Oha. Na, eigentlich wollte ich ja erstmal... Oh, ist schon wieder so ein hochherrschaftliches Haus hier. Nein, wir machen zuerst mal den Quarter da hinten. Hier waren wir ja auch schon gewesen. Hier unten waren wir, da waren wir. Ich glaube nachher so ein kleiner Rundflug, um da nachher etwas durchzublicken, ist gar nicht mal so verkehrt. Nein, 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 noch nicht da unten. Ach Gott. Bitte nicht meckern, dass ich nicht aufgepasst habe. Ich hab's gemerkt. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ach, hier unten zieht sozusagen ein Laufwerk. Ist ja faszinierend. So, also, das hier ist hier Triste. Hier waren wir schon gewesen. Gucken wir mal, was wir hier finden. Aha. Hier ist noch ein Durchgang. Anscheinend Vogelladen. Wo aber nichts los ist. Gut. Hier sind wir, glaube ich, auch schon rausgekommen, genau. Hier waren wir schon. Allianzwache. Drei Auktionatoren. Da waren wir. Irgendwie waren wir hier auch schon mal drin gewesen. Ich kann mich zwar nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich glaube, dort schon einmal gewesen zu sein. Wir gehen mal nach oben. Auktionator und Mirage-Tor. Und wir sind jetzt am Osttor. Hier unten haben wir wieder den Anschlagtafel und den Stallburschen. Ehrenpunktsammler haben wir hier unten sogar. Und wir gehen mal in das Gebäude rein. Und werden uns mal angucken, was hier drin ist. Aber auch nur der Lagerhausverwalter. Gut. Weiter rüber gehen wir nicht, wie gesagt. Das machen wir im nächsten Teil, wenn wir uns die andere Seite mal angucken. In dem Häuschen waren wir schon. Sollte ich hier irgendwelche Häuser vergessen haben, nimmt es mir nicht Gramm, aber an den kleinen Kuscheltierchen waren wir auch schon gewesen. Ach, was sind da noch drin? Krämerin. Achso, jetzt sind Hintereingänge. Hier haben wir nochmal ähnliche Häuser, nur anders hingestellt. Mehr ist das auch nicht. Gut. Sollte ich etwas wirr für euch sein, wie gesagt, nehmt es mir nicht böse. Eigentlich wollte ich jetzt schon mittlerweile in der Zeit den ganzen südlichen Teil der Stadt abgehandelt haben. Geschafft haben wir aktuell gerade mal nur dieses eine Viertel. Unter anderem auch, weil wir nach diesen Harpien gesucht haben. So, jetzt gehen wir aber mal gleich jetzt direkt hier rein, ne? Hallo Hund. Mittlerweile haben wir ja so ein paar Sachen gesehen. Müssen also nicht mehr bei allem gucken. Noch ein Lagerhausverwalter. Also die sind natürlich so oft vorhanden. Das ist schon langsam Wahnsinn. Jetzt ist hier der Vogel bei der Alchemiehändlerin.
Da oben wäre anscheinend die Harpie, aber da komme ich jetzt gerade aktuell nicht hoch, von daher. Müllsammler Tefas. Hallo Müllsammler Tefas. Ha. Hatte ich gerade gesagt, ich komme nicht hoch? Entschuldigt bitte. Ach, Müllsammler ist ja hier unten, sag mal, den Müll, den wir hier selber schon gesammelt haben. Hier waren wir auch schon mal gewesen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oder war ich hier schon mal mit Leo gewesen? Wo wir einen kleinen Ausflug gemacht haben? Wäre möglich. Auf jeden Fall haben wir noch ein Ei. Plup, plup. Ohne Ton, ohne alles. Man hat es nur so im Vorbeifliegen gesehen. Ist die Aufgabe verschwunden. Wir haben drei kaputte Harpien-Eier entdeckt. Sehr schön. Schwachsinn. Warum werden hier die Schräge? Da ich das gerade hier oben sind, obwohl ich müsste eigentlich gerade die linke Seite machen, aber. Wir sind ja gerade hier oben, von daher. Wenn wir mal auf die Schräge wandern hier, wa? Sonst kommen wir hier nicht rauf oder denken nicht dran. Ja? War aber auch wieder knapp gewesen. Also da muss ich aber noch üben. Ist ja hier unser Haupthaus. Haus Gryffindor? Ach, den Quatsch. Okay. Wieder mal ein Pfadfinder. Bibbelebüm. Bibbelebüm, bibbelebüm. Oh. Fuhrwerk? Von da aus? Warum von da aus ein Fuhrwerk? Die fahren da hier nicht lang, oder? Da ist ein Luftschiff. Doch. Da war eben ein Luftschiff gewesen. Anscheinend fährt hier auch dieses komische Gefährt entlang. Aber wir müssen mal dann bei Zeiten, wie gesagt, mal hier Tatsache. Scheint da anzufahren. So gut. War jetzt ein kurzer Ausflug hier in den oberen Teil unseres Headquarters. Jetzt gehen wir mal wieder, in die Ecke. Die wir machen wollten. Kurzer Blick nochmal. Das ist ja hier das Westtor. Da sind wir gekommen. Da haben wir noch eine Brieftaube. Ein Lagerhausverwalter. Waren wir nicht eben schon hier gewesen? Ein Auktionator. Haben wir hier außen? Hund, Stallknecht. Oh, hier sind die etwas. Nehmen wir erstmal günstigeren Häuser. Ist das so ungefähr so namentlich korrekt dargestellt? Hier sind wir wieder auf der Stadtmauer. Auf der äußeren. Ist ja die äußere, oder? Komisch, das zeigt schon ein anderes Bild hier. Okay. Ja. Muss mich gerade mal ein bisschen orientieren. Achso, da ist der Weg. Achso, nicht so diese. Schon wieder so viel beim Fallen. Ja, also diese schöne Stadtmauer, die äußere, ist zwar wunderschön, hilft uns aber herzlich wenig weiter. Ich schätze mal, dass man bestimmt mal irgendwo eine Aufgabe hat, wo man hier ein bisschen Mist schaufeln muss. Ohne uns würden hier garantiert nicht drei solche Heuballen rumäumeln.
Aber wieder kommt die noch, oder? Ich weiß ja mal, es gab ja hier diese Sonderaufgaben auch, die ich ja mit Leo gemacht hatte mal, wegen dem Gefängnis. Oh, jetzt können wir uns mal dieses Fuhrwerk angucken. Was? Jetzt kommt er gerade hier. Ist ja auch hübsch. Flup. Gondola Engine. Postmeister. Postmeister Birn. Birn ist ohne Füße. Oder ein etwas kleinerer Herr. Oh, und wir haben ja auch noch eine Aufgabe, die wir abgeben können anscheinend. Kein Hinweis. Kerkermeister William Whitewind. Hier geht es doch nicht um den Fall Gregor, oder? Wegen des Urteils wurde ich schon von Bauern mit Tomaten beworfen, als ob ich irgendeinen Einfluss darauf hätte. Versteh mich nicht falsch, ich glaube an Gregors Unschuld, aber ich bin nur der Kerkermeister. Gesetz ist Gesetz, ich kann ihn einfach nicht freilassen, nur weil ich es will. Ich habe nach den Gerichtsverhandlungen Gregors Tochter getroffen. Sie behauptete, ihr Vater hätte die Pacht gezahlt und keinen Grund gehabt, Maxim zu ermorden. Sie sagt, die Zahlung sei in Gregors Buch dokumentiert. In dem Buch sind die Zahlungen mehrerer Jahre dokumentiert. Maxim hätte darin unterschrieben, um den Erhalt der Zahlung zu bestätigen, aber das Buch ist verschwunden. Wenn ich das Buch suchen wollte, würde ich am Tatort beginnen. Gregor hatte es immer bei sich. Vielleicht hat er es im Durcheinander der Verhaftung fallen gelassen. Sei aber vorsichtig, das ist eine gefährliche Gegend. Umso mehr, wenn der wahre Mörder tatsächlich noch auf freiem Fuß ist. Falls du Indizien findest, die auf einen anderen Mörder hindeuten, stelle bitte sicher, dass sie keine Identität beweisen können. Dass sie seine Identität beweisen können. Ich will nicht noch einmal solch Ärger haben. Okay, Meister. Quest angenommen. Das war nicht Quest abgeben, das war Quest angenommen. So, wir haben hier wieder mal das Häuschen. Ich glaube, es ist auch ein anderes Häuschen. Aber irgendwie erkenne ich es immer als das gleiche. Nein, ist aber nicht das Häuschen, ist einfach nur... Wo ist die TÜ? Der Müll immer rum. Uvio Ingenieursinstitut. Okay. Hat also mit unserem Hauptquartier nichts zu tun. Komm hier auch nicht rein. Hier kann man wieder anscheinend hochlaufen. Weiß nicht, ob es Sinn macht, aber wir können auf jeden Fall hochdappern. Von hier aus geht es dann aber erstmal nicht regulär weiter. Flup, ein Glück haben wir noch leben. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir... Whitewind. Okay. Kann man hier einmarschieren? Einmarschieren, sieht gut an. Butler Reynolds ist auch nicht mehr gerade der fitteste anscheinend. Gesandter Enor. Ihren Whitewind, Gesandter Del Tokin. Sieht hübsch aus. Farblich ähnlich diesem anderen. Konstruktionsmäßig ähnlich dem anderen. Oh, was haben wir denn hier? Hier kann man sitzen, aber leider nicht speisen. Der schönste Käse sieht aber zwar eher aus wie ein Badeschwamm, aber ist egal. Und wir können hier spielen. Geht das wieder? Oh, ich dachte, wir können hier spielen. Nein? Hier nicht. Hier geht das Instrumenten machen nicht. Ich dachte, man kann hier... Ja gut. So. Kommen wir auch nicht rein. Oh, was haben wir denn hier? Henry Whitewind. Wütende Stallknecht. Ach so. Der Stallknecht Avestor? Ach, hör ihm gar nicht zu. Er erzählt jedem, der ihnen zuhört, dieselbe alte Geschichte. Ich verspreche dir, Bayer Opel ist
gar nicht so übel. Familie Whitewind, Triste und Noyette haben diese Stadt seit Generationen unter Kontrolle. Ich gebe zu, dass früher mehr Gewalt herrschte, aber heutzutage sind es eher politische Kabeleien als Blut in den Straßen. Aber diese Sache mit dem armen Grat ist mir dennoch neu. Und neue Informationen sind immer interessant. Vielleicht ist es an der Zeit, ein paar Gefallen einzuholen. Könntest du diesen Whitewind-Deutsch zu Noyette-Diener Debref auf dem Stadtplatz bringen? Er schuldet mir den einen oder anderen Gefallen und könnte nützliche Informationen haben. Keine Sorge, es wird der Deutsche, er wird die Deutsche kennen. Entschuldigung. Was mich betrifft, so werde ich den Gefallen, den du mir getan hast, nicht vergessen. Und in dieser Stadt sind Gefallen wertvoll. Machen wir doch. Somit haben wir den einen oder anderen Gefallen gefallen. Da finde ich Gefallen dran. So, das war's. Das war eine kurze Stippvisite bei Familie Whitewind. Und da hinten ist eine Katze. So, von da sind wir gekommen. Nach da müssen wir gehen. Hier können wir wieder. Hier kommt Hund. Habe ich dich nicht gerade woanders markiert? Das ist egal. Wir gucken mal kurz nach oben. Nicht, dass uns hier was flöten geht. Ungeachtet der Dinge. Aber hier sind wir auch schon wieder fast auf dem Marktplatz. Den kennen wir aber noch nicht hier. Den Gebilde. Fenbart. Kann man daran spielen? Schade, geht nicht. Hammer? Ah, können wir vorstellen, hier ist bestimmt auch so eventuell die eine oder andere Aufgabe. Oh. Hier ist ein Schiff. Okay. Die eine oder andere Aufgabe, die man hier bewältigen könnte. Okay, kommen wir hier raus. Sehr schön, sehr schön. Wüstenfuchs und Unchai Nuyarians. Also viele Händler und so weiter und so fort. Hier kann man wieder hochsteigen. Hier nicht. Und hier auch nicht. Gut, da kann man noch. Hier kommen wir auch nicht weiter hoch. Schneider. Des Schneiders jüngste Kleider. Wie bin ich hier lang gefallen? Ich weiß, dass wir von hier unten hatten, war auch irgendwas gehabt. Eine Brieftaube war das gewesen, okay. Noch ein Gedächtnisband. Hier können wir wieder Fässer. Fässer zerschlagen. Flupp. Einmal ein 8er Skill für die Umgebung und schon ist dann fertig mit den Ratten. Auch wenn ich sie wunderbar einzeln markieren wollte. Okay, jetzt hier hoch. Ein Raum. Noch ein Raum. Komisch ist natürlich, dass ich jetzt hier alleine rumacker. Dass wir keinen Mitspieler sehen. Nun muss ich auch zugeben, wir haben es. Wie spät haben wir es überhaupt? Wir haben es mittags. Gut, zumindest von der europäischen Seite sind vielleicht schon die meisten noch bei der Arbeit. Ich noch nicht. Ich mach's des Nichtens. Du hast die Harpy-Nester gefunden. Fantastisch. Mach dir keine Sorgen, falls einige der Jungen entkommen sind. Das Wichtigste ist, dass ihre Nester zerstört sind, damit sie nicht zurückkehren können.
Ich schicke ein paar Wachen los, um die Dächer an den Stellen abzusuchen, die du auf der Karte markiert hast. Aber gern doch. Constance, was ist los mit dir? Oh Gott, was ist denn los? Warum bist du denn so argwöhnig? Du bist mir eine. Was sagst du denn? Man kann dir noch nicht mal ein kleines Wörtchen entlocken. Steht hier was dran? Ja, wir haben angefangen. Lalala, Bedrohung. Lalala, kennen wir schon. Gut. Also, im Groben und Ganzen würde ich sagen, haben wir denn mit dem südlichen Teil der Stadt durch. Es ist auch alles etwas verwirrend, ist es auf jeden Fall. Aber man hat von allem viel. Dadurch, dass man von den meisten Bewohnern oder auch Lagerverwalter sind und dergleichen. Dadurch, dass man davon mehr hat, sieht es natürlich erstmal verwirrend aus, aber hilft einem ja direkt erstmal nicht weiter. Dann würde ich sagen, werden wir uns beim nächsten Mal um die Nordhälfte kümmern. Ja, würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Nordhälfte und dann werden wir mal gucken, was denn so... auf dem Rasen von Mister und so weiter. Ja, und dann gucken wir mal, wie gesagt, ob in der Nordhälfte noch irgendwas ist, was uns überrascht. Bis dahin würde ich sagen, guckt mir hier noch die Mauer an und bedanke mich bei euch. Hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Aber dem einen oder anderen, wie gesagt, erklärt es einen vielleicht auch Marian Opel ein wenig näher. Ja. Man hat, wie gesagt, viel. Aber alles überschaubar. Gut. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.